Das Thema Instabilität der Halswirbelsäule. Mein erstes Video gibt es, da ging es um die Ursachen und um die Strategie, wie komme ich jetzt da raus. Und da ging es um Schutzreflex, das ganz wichtig ist, den zu integrieren, um die Kopfposition zu normalisieren. Und jetzt werde ich mich über Landau-Reflex auslassen. Reflex Landau, das ist der zweite Streich in unserem Spiel, um das Zurückerlangen der HWS-Stabilität. Körperhaltung im Stehen und Gehen wird durch die Streckermuskulatur gewährleistet. Streckermuskulatur, die befindet sich hinten am Körper. Warum sie? Weil alleine das Gehen ist im Prinzip das Fallen des Körpers nach vorne und Unterstellen der Füße. Und damit das Fallen nicht vollständig gelingt, gibt es hinten liegende Streckermuskulatur, die den Körper daran hindert. Und wenn sie nicht richtig arbeitet, dann haben wir Probleme mit der Körperhaltung, mit der Kopfhaltung. Und der Kopf ist das schwerste Teil im ganzen Orchester. Wenn ich den Kopf senkrecht, schön platziert über dem Brustkorb habe, dann arbeiten meine Muskeln um die Halswirbelsäule herum minimal. Und der Kopf wiegt dabei dann noch 5 bis 6 Kilo. Wir spüren das nicht, aber unser Körper gewährleistet diese Position des Kopfes. Wenn ich aber meinen Kopf verschiebe, zum Beispiel nach vorne, nur um 15 Grad, wird daraus schon 50 Kilo. Und wenn der Kopf ganz nach vorne geht und so, was ich bei vielen sehe, Geierhals, ja, nach vorne, und dann, um irgendwas zu sehen, hier angehoben, dann sind das 50 bis 60 Kilo, die auf die Muskulatur zurückfallen, die aber den Kopf nicht halten kann. Deswegen werden wir uns jetzt erstens natürlich mit dem Schutzreflex beschäftigen, und das ist schon gefilmt. Wir müssen nur machen. Und jetzt Landau. Im Landau werden wir das Gleiche haben wie im Schutzreflex. Gute Stütze auf den Brustkorb, auf das Brustbein. Ganz wichtig, auch für Frauen mit großer Brust, bitte, wenn es euch schwerfällt, nehmt so eine Rolle, Handtuchrolle. Ja, ein Handtuch nehmen für die Hände, aufrollen und dann hier senkrecht legen. Und dann sich da drauf legen. Und diese Rolle wird die Rolle des Bodens spielen. Ein Wortspiel. Ja? Damit ihr gute Stütze bekommt, um die dann die Bewegung stattfinden wird. Fangen wir an. Wir legen uns jetzt auf den Rücken, machen einen Körperscan, danach drehen wir uns auf den Bauch. Und dann beginnen wir sehr, sehr langsam. Und die jegliche Bewegung im Bauchlager wird passieren nur aus den Muskeln entlang der Wirbelsäule. Erst im Halswirbelsäulenbereich, später dann Halswirbelsäulenbereich und Brust. Wirbelsäulenbereich und später, ganz später dann auch die Lendenwirbelsäule. Was uns wichtig ist, ist wirklich Halswirbelsäule und Brustwirbelsäule. Legen wir uns auf den Rücken, schließen unsere Augen, entspannen alles und spüren, wie der Körper mit dem Boden kontaktiert. Welche Knochen verteilen das Körpergewicht auf dem Boden? Wo übt der Körper mehr Druck auf den Boden? Oder anders gesehen, wo übt der Boden mehr Druck auf den Körper? Wir kontaktieren mit dem Boden Beine, Pobacken, Kreuzbein, Becken. Was ist im unteren Rücken? Das wird jetzt interessant. Schauen wir mal, was hier alles passieren kann.
Und wie ist das rechts, wie ist das links? Schulterblätter, Schultergelenke, Arme, Hände und der Hinterkopf. Welchen Abdruck hinterlassen wir jetzt im warmen, weichen Sand? Welche Bereiche versinken tiefer? Welche Bereiche berühren den Sand überhaupt nicht? Vielleicht liegt er jetzt asymmetrisch, vielleicht ist deine Seite tiefer als die andere, vielleicht habt ihr Diagonale, die tiefer liegt. Vielleicht ist irgendwelche unregelmäßige Muster. Wir merken uns das, wie es war, und dann drehen wir uns an den Bauch. Und hier schauen wir, dass wir tatsächlich Brustbereich, Brustbein im Bodenkontakt haben und uns darauf abstützen, um die Bewegung zu machen, damit die Bewegung aus Zielmuskulatur stattfindet und nicht aus irgendwelchen helfenden Elfen, die dann überlasten und uns Schmerzsyndrom bescheren. Also. Wir legen uns in die Position, ich ergebe mich. Der Kopf liegt auf der Stirn, die Hände, so wie es euch bequem ist, das, so wie die Komfortzone das erlaubt. Auf die Arme werden wir uns nicht stützen. Wir werden Testbewegungen machen, die uns zeigen, ob wir aus der richtigen Muskulatur arbeiten. Das Erste, was wir machen, wir liegen und atmen. Dabei Bauch wird nicht in den Boden gepresst. Der Bauch ist immer ein bisschen auf Spannung, um nicht in den Boden zu gehen. Dafür reicht es, entlang der Wirbelsäule zu atmen. Probieren wir das. Wir können uns vorstellen, unter dem Bauch ist ein Lavasee und da rein Bauch reinzutunken, gleich dem Tod. Und jetzt spüren wir, welche Knochen stützt uns der Körper auf dem Boden. Nur erstens ist es natürlich die Stirn, Brustbein, Brustkorb, vielleicht Schambein, auf jeden Fall Oberschenkel und die Füße. Und jetzt machen wir die Bewegung wie beim letzten Mal im Schutzreflex. Wir stützen uns noch mehr auf den Brustkorb, spüren, wie der Kopf weniger zu wiegen beginnt und der Bauch nicht in den Boden. Ganz komplizierte Aufgabe. Atmen spüren, stützen und beim Ausatmen heben wir das Gesicht parallel zu Boden. Und atmen weiter und stützen wir uns weiter und weiterhin kein Bauch in den Boden. Das sind lange Nackenstrecke. Senken ab, entspannen alles. Spüren, was entspannt sich noch. Wenn sich etwas noch entspannt hat, zum Beispiel Pobacken, zurückkehren zum Schutzreflex und dort damit arbeiten, damit das nicht mehr vorkommt. Weiter geht's. Noch einmal Kopf parallel zu Boden, sodass die Nase noch den Boden berührt. Jetzt die Augen gehen nach oben Richtung Augenbrauen, Ofenaugen. Augenbrauen gehen nicht nach oben, aber der Kopf geht hinter den Augen. Aus der Halswirbelsäule den Kopf gerollt, quasi nach außen gestreckt, schauen, was wir jetzt sehen, dann die Augen wieder nach unten, den Kopf hinter den Augen, langsame Bewegung, Wirbel für Wirbel, Stirn abgelegt, alles entspannt. Machen wir noch ein letztes Mal, das ist der obere Landau. Jetzt werden wir noch darauf achten, dass wir keine Verschiebung des Gewichts auf dem Brustkorb haben, wenn wir diese Bewegung machen. Brustkorb nimmt daran nicht teil. Nochmal. Kopf parallel zu Boden, Augen nach oben, Kopf hinterher langsamer,
Gleichmäßige Bewegung und nicht in den Bauch atmen. Schauen, was ich sehe. Jetzt Test. Arme drinnen. Und der Kopf sackt nicht ab. Wieder die Augen nach unten. Kopf hinterher. Senken. Ablegen. Alles entspannen. Und schauen, was entspannt sich noch. Wer hat geholfen? Wenn ihr gefunden habt, dass jemand geholfen hat, müsst ihr mit dieser Bewegung arbeiten, noch langsamer jeden Tag, 2, 3 Wiederholungen, um diese unnötige Anspannung aus dieser Bewegung rauszunehmen. Jetzt machen wir mittleren Landau. Und ganz wichtig, wenn eure Komfortzone kleiner ist als meine, dann ist das so, dann bleibt ihr in eurer Komfortzone. Ihr müsst nicht nachmachen. Ihr müsst in euch spüren. Und dann sprechet euren Bedingungen machen. Nochmal, auf den Brustkorb stützend, Kopf parallel zu Boden, Augen nach oben, Kopf nach oben. Unsere Bewegung vielleicht ist besser gelungen als beim ersten Mal. Jetzt Augen weiterhin nach oben, wir heben uns weiter durch die Muskeln entlang der Brustwirbelsäule. Die Spannung soll nicht im Lendenwirbelbereich ankommen. So, jetzt senken wir Wirbel für Wirbel die Brustwirbelsäule zurück, Augen nach unten, Kopf hinterher. Abgelegt, alles losgelassen. Nochmal. Stütze, heben, Augen nach oben, Kopf hinterher, Halswirbelsäule. Weiter heben, heben und wir stehen auf dem unteren epigastralischen Winkel. Das heißt, auf den unteren Rippen, die so zueinander wie ein Bogen kommen. Wir stützen uns super auf den Brustkorb. Ja? Die Lendenwirbelsäule ist nicht angespannt. Das ist alleine Bewegung aus den Brustwirbelsäulenstreckern. Und jetzt hier Test. Wir heben die Arme weg. Einfach so heben und nach hinten, wie ihr wollt. Und kein Absacken des Körpers. Und jetzt Brust, Wirbeln zurück, zurück, Brustkorb zurück, Augen nach unten, Kopf nach unten, abgelegt, entspannt. Geschaut, was hat dich noch entspannt? Es kann sein, dass etwas los ist. Dann kann man davon ausgehen, dass das in jedem entsprechende Bewegung mitmacht, auch im Alltäglichen. Und der untere Landau entsprechend bauen wir auch rein. Spüren die Stütze. Jetzt heben des Kopfes parallel zu Boden mit der Stütze auf dem Brustkorb. Augen nach oben, Kopf hinterher, das ist der obere Landau. Weiter nach oben, heben aus der Brustwirbelsäule, aber innerhalb der Komfortzone. Jetzt beide Leisten in den Boden und beide Beine heben. Hier Arme. Jetzt beide Beine langsam ablegen. Pobacken entspannen. Erst jetzt Brustwirbeln zurück. Augen nach unten, Kopf nach unten. Und abgelegt entspannt. Geschaut, was entspannt sich noch? Drehen wir uns auf den Rücken und schauen, was hat sich geändert. Dieses Umdrehen auf den Rücken kann man nach jeder Etappe wiederholen selbst. Um zu schauen, was verändert jede Etappe. Im Kontakt des Körpers mit dem Boden. Und schauen wir mal, wir kontaktieren die Beine mit dem Boden, das Kreuzbein, Pobacken, was ist im unteren Rücken. Eventuell abgelegt, eventuell nicht abgelegt. Bei wem es zu jetzt mehr geworden ist als davor, dann habt ihr mit der Lendenwirbelsäule gearbeitet, da wo es nicht sein sollte. Brustkorb, Schulterblätter, Schultergelenke, Arme. Und der Hinterkopf.
Welchen Abdruck hinterlässt er jetzt im warmen, weichen Sand? Was hat sich geändert? Und dann kann man über die Seite aufsitzen. Und so wird es gemacht. Wichtigste ist Bauch nicht in den Boden. Gut abgestützt, das ist der Punkt, um den alle Bewegungen stattfinden. Das ist der Punkt für die Hebelwirkung. Und schauen, dass man sich mit nichts anderem hilft. Und man kann auch Folgendes machen, wenn man nicht spürt, ja, weil das ist oft so, dass man nicht spürt, wo sind denn diese Muskeln, die Wirbelsäule strecken, dann bittet man den Partner, dass er euch hilft, ihr macht die Bewegung und er führt mit zwei Fingern entlang der Wirbelsäule rechts, links und spürt die Spannung nach und sagt euch, ja, bei dieser Bewegung ist die Spannung bis dahin gekommen, bei dieser Bewegung bis dahin. Ja, und dann bekommt er diesen sensorischen Input zusätzlich durch taktile Berührungen. Und das ist einfacher fürs Gehirn, auch noch taktile dazu zu nehmen, ja, weil hinten kann man nicht sehen, um zu lernen, womit muss ich denn überhaupt die Bewegung machen. Und ansonsten habe ich einen wunderbaren Marathon, gesunde Halswirbelsäule auf meiner Seite, www.seibewusst.com. Da gibt es Kurse und Marathons und auch Online-Club, da gibt es sehr viel Angebot. Da gibt es dann 12 Episoden mit verschiedenen kleinen Bewegungen, bei denen gesucht wird, was denn die Ursache sein könnte für meine Instabilität der Halswirbelsäule, für meine Probleme im Nacken, für meine Schmerzen und Anspannungen. Das würde ich empfehlen, ja, um weiterzukommen. Und auf jeden Fall sich mit der Atmung beschäftigen, weil sie bestimmt oft die unnatürliche Anspannung der Muskeln zwischen dem Brustkorb und dem Kopf, Anspannung hier im Bereich des Trapez und Scaleni, und das ist wieder Wirkung auf die Nerven, Nervenkompression, wenn die Schultern bei jedem Atemzug so machen. Das ist nicht physiologisch. Auch Atmung in den Bauch ist nicht physiologisch. Bei mir kann man die physiologische Atmung lernen. Sowohl kostenlos als auch kostenpflichtig. Da ist für jeden was dabei. Also bleibt gesund und schmerzfrei und bleibt bewusst. Schreibt mir in die Kommentare, wie war es für euch. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye.